Hallo und herzlich willkommen zum 22. und damit letzten Teil meines Let's Plays von Siberia The World Before. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch. Ich habe lediglich Unnötiges herausgeschnitten. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu. Diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitel-Button im Player. Leider gab es während der Aufzeichnung ein paar Probleme mit der Netzverbindung. Die daraus resultierenden Ruckler in Bild und Ton bitte ich zu entschuldigen. Siberia The World Before ist ein 3D-Point-and-Click-Adventure aus dem Jahr 2022 und die Fortsetzung der Siberia-Reihe von Benoit Sokal, in der es bereits drei Titel gibt. Ich freue mich über Kommentare und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Und wir sehen, wir sind in New Jersey, in den USA, Frühling 1983. Und wir haben beim letzten Mal schon festgestellt, es gab ja das gesamte Spiel über, haben wir als Kate Walker, das ist die Protagonistin, die wir spielen hier auch, haben wir versucht rauszukriegen, was die Geschichte von Dana Rose ist. Wir haben ein Foto von ihr gefunden, das sah uns irgendwie ähnlich. Ich persönlich muss sagen, habe die Ähnlichkeit jetzt nicht so gesehen. Aber das war eine damals noch befreundete junge Frau, die mit uns im Gefangenenlager war, die leider dann auch kurze Zeit später verstorben ist, auf der Flucht sozusagen, hat uns diese Ähnlichkeit aufmerksam gemacht und wir sind dann quasi nach der Flucht nach Wagen gefahren, um in dieser Stadt rauszukriegen, was die Geschichte hinter diesem Foto ist. Und haben gelernt, dass auf dem Foto Dana Rose ist, dass sie Pianistin werden wollte, kann man sagen, auch geworden ist, ultimativ, aber dass da natürlich noch eine ganze mehr Geschichte, komplexe Hintergrundgeschichte war. Und diese komplexe Hintergrundgeschichte haben wir jetzt durchgespielt in den letzten, ich glaube, 5 Sitzungen sind es schon, 5 Streams und wesentlich mehr Folgen auf jeden Fall, wenn sie hier in der Aufzeichnung drin sind. Denke ich mal, dass es wesentlich mehr Folgen sind. Auf alle Fälle haben wir jetzt das Leben von Dana so weit rekonstruiert, dass sie während oder kurz vor dem Krieg noch Wagen verlassen konnte. Sie war sozusagen verfolgt politisch und konnte sich nach London retten, hat in London dann für den Geheimdienst gearbeitet, ist im Auftrag des Geheimdienstes wieder zurück nach Wagen gegangen, wo sie ihr damals Jugendliebe, würde man wohl sagen, Jugendliebe, die sie kennengelernt hat, Leon wieder getroffen hat, von dem sie gar nicht wusste, ob er noch lebt oder nicht, weil er verschollen war. Also sehr dramatisch alles. Und sie trifft Leon wieder. Leon hat einen Auftrag als Widerstandskämpfer, den er machen muss. Die soll ihm bei dem Auftrag unterstützen und ist dann dabei, als Leon quasi eine Lawine zum Opfer fällt, sodass er eben auch stirbt. Genau, und dann haben wir noch die restliche Geschichte. Und während der Geschichte kam immer mal wieder die Vermutung auf oder die Hoffnung bei Kate Walker, dass Dana Rose in irgendeiner Form mit ihr verwandt oder bekannt in der Familie ist, was natürlich aufgrund des Nachnamens erstmal nicht so offensichtlich ist und auch viele andere Dinge haben da nicht so darauf hingewiesen. Aber jetzt in der letzten Sitzung, zum Ende der letzten Folge dann auch, haben wir eben gesehen, dass Dana Rose tatsächlich nach Amerika emigriert ist und und in Amerika eine erfolgreiche Karriere als Pianistin hingelegt hat. Wir sehen sie jetzt hier in einem etwas fortgeschrittenen Alter und sie hat quasi jetzt gerade kurz vor dieser Szene beim letzten Mal erfahren, dass ihre Tochter, die sie eigentlich in Wagen hätte haben wollen, kurz vor dem Krieg, dass die Tochter, die dort ihr gesagt worden ist, dass sie verstorben ist, also dass sie nicht gerettet werden konnte, dass sie bei der Geburt verstorben ist, beziehungsweise gar nicht geboren wurde. Und da gibt es auch einen Grabstein, den wir gesehen haben, und es war sozusagen die Erkenntnis, dass Kate Walker gar nicht mit ihr verwandt sein kann, weil sie gar keine Kinder hat. Und jetzt ist es so, dass wir gelernt haben, sie hat doch eine Tochter gehabt. Diese Tochter ist bei Gasteltern groß geworden. Sie wusste nicht, dass die überlebt hat. Oh, ja, 45 Minuten sind schon rum.
Das kann eigentlich auch nicht sein. Aber gut. ja, also wir haben gelernt, dass sie da offensichtlich doch eine Tochter hat und jetzt ist sie diese Tochter suchen gegangen. Und wir haben jetzt festgestellt, dass die Tochter von Dana Rose die Mutter von Kate Walker ist. Und sie befindet sich jetzt hier in dem Haus von ihrer Tochter, die von nichts weiß, die auch denkt, sie ist, sagen sie weiß, glaube ich, dass sie adoptiert ist. Oder vielleicht weiß sie es auch nicht, ich weiß es gar nicht genau. Aber sie weiß auf alle Fälle nicht, dass das ihre Mutter ist. Und wir sind jetzt hier hingekommen in dieses Haus und offensichtlich wollte sie sie eigentlich ansprechen und konfrontieren und so weiter. Aber dann hat sie sich scheinbar doch entschieden, das war jetzt der letzte Monolog, dass das vielleicht keine gute Idee ist, weil ihr ganzes Leben lang ja sie nicht präsent war und auch nicht klar war, dass es eine Mutter gibt, die existiert und die Familie, die sie aufgenommen hat, die kennen sie scheinbar auch. Also die ist uns auch schon begegnet in der Vergangenheit. Man weiß also nicht. Ja, man weiß also nicht, was man jetzt hier eigentlich stören oder unterbrechen oder wie auch immer würde, wenn man jetzt doch sie anspricht. Und wir haben zwei Aufgaben. Eine ist wieder so eine Nebenaufgabe, nehme ich an. Die Vergangenheit loslassen ist das, glaube ich. Und die andere Aufgabe ist, darüber nachdenken, was hätte sein können. Dann andersrum, das ist die Sekundäraufgabe und die Vergangenheit loslassen ist die Primäraufgabe. Das heißt, wir sollen wieder ein bisschen in der Gegend herumklicken. Genau. Also das war jetzt gerade so ein Standbild von dem Grab, das wir also auch gesehen haben, wo die Tochter, die eben nicht die Geburt überlebt hat, eigentlich begraben liegt. Und offensichtlich stimmt das aber gar nicht. Und das sind jetzt Zeichnungen, vermute ich, weil Kate draufsteht, von Annas Tochter Kate. Das heißt, Anna Rose heißt nicht mehr Rose, sondern Walker. Hat geheiratet, glaube ich, und hat eine Tochter. Genau, das sind jetzt wieder Standbilder von diesen ominösen Vorbereitungen, dass sie ins Sanatorium geschickt wurde mit ihrer Schwangerschaft. Das Kind war von Leon, die war nicht verheiratet, es war ein uneheliches Kind, folglich hat man natürlich nicht öffentlich da nicht drüber reden können und dürfen. Und weil eben jetzt die Familie, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber diese befreundete Familie denen geholfen hat, die Tochter da ins Sanatorium zu bringen, wo sie auch sicher war vor den Anschlägen während der Pogrome in ihrer Stadt und so. Also es hat alles sozusagen eine gewisse Bewandtnis. Deswegen ist sie da sicher gewesen und nur deswegen hat sie überlebt und offensichtlich eben dann weiter die Geschichte machen können, die wir dann hier gesehen haben. Da sind offensichtlich jetzt hier immer so Erinnerungsgeistesblitze. Ein Geist, Dana. Mehr bist du nicht. Hör auf, hier herumzuspucken. Also ist es womöglich so, dass sie gar nicht erfährt, dass sie eine Mutter hat und wer das ist. Das ist natürlich auch dramatisch, würde ich sagen. Okay, also ich sehe nichts mehr, wo wir noch klicken oder was machen könnten.
dann gehen wir mal davon aus. Spionieren können wir. Aber mehr können wir nicht. Sollen wir also jetzt gehen? Ich wollte gerade gehen. Da hörte ich Klaviermusik von oben. Wie angewurzelt blieb ich stehen. Sechs kleine Noten, rein, kristallklar, die mir das Herz mit unglaublicher Heftigkeit zerrissen. Wie ein Automat stieg ich die Stufen empor, geleitet von den Klängen der Hymne von Wagen. Der Musik, die ich auf dem Hauptplatz von Wagen so stolz hatte spielen dürfen. Danach habe ich sie nie wieder gespielt. In einem Kinderzimmer sah ich ein kleines Mädchen, das Klavierspielen übte. Sie war sehr fleißig und schien überhaupt nicht überrascht, mich zu sehen. Sie muss mich für einen der Gäste gehalten haben, der sich auf dem Weg ins Bad verirrt hatte. Sprachen kaum. Ich zeigte ihr nur, wie man es spielt. Die Hände müssen über die Tastatur gleiten wie Schwäne übers Wasser. Das sagten unsere Lehrer an der Wagner Akademie immer. Ich eilte aus dem Haus, ohne mich umzusehen. Beim
paar Tage später verließ ich die USA, um mich an den einzigen Ort zu begeben, der mir etwas bedeutete. Leb wohl, meine liebe Leni. Dana. Nun, menschliche Gefühle bleiben mir auf ewig ein Rätsel. Ich dachte, Sie würden sich über den Beweis freuen, dass Dana Rose Ihre Vorfahren ist. Ich hatte die seltsame alte Dame, die mir an Mamas Geburtstag half, das Stück zu spielen, völlig vergessen. Sie war meine Großmutter. Und was tun wir jetzt? Ich weiß es nicht, Oscar. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß, ich sollte mich freuen, am Ende dieses Abenteuers zu sein. Ich bin frei. Ich habe mein Versprechen an Katjuscha gehalten. Und einen faszinierenden Teil der geheimen Vergangenheit meiner Mutter ins Tageslicht gebracht. Aber an meinem schlechten Gewissen über den Tod meiner Mutter und der Leere, die ich seither fühle, ändert sich nichts. Vielleicht, wenn ich Dana persönlich getroffen hätte. Aber das ist jetzt unmöglich. Die letzte Spur, die ich von Dana habe, ist dieser Brief. Und der ist über 20 Jahre alt. Und außerdem deutet Dana an, dass sie zu einem unbekannten Ziel aufgebrochen ist. Einer Art Versteck, um dem Ende eines Lebens entgegenzusehen, das keinen Sinn mehr hatte. Sie könnte überall sein, falls sie überhaupt noch am Leben ist. Es wäre wie nach einer Nadel im Heuhaufen zu suchen. Also, ich weiß es nicht, Oscar. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Haben wir also wieder so einen meditativen Moment erreicht, wo die Szene sich jetzt einfach endlos wiederholt. Ja, das ist ja wirklich quasi ein offenes Ende, aber ich habe die Vermutung, dass es da noch was gibt. Und dass wir jetzt vielleicht doch noch erfahren, wo Dana dann hingegangen ist. Es gibt nur noch eins zu tun, Oscar. Das, was alle schon immer von mir erwartet haben, seitdem ich damals zu Hans in den Zug gesprungen bin. Einfach vernünftig sein und nach New York zurückkehren. Ich schätze, alles hat einmal ein Ende, Oscar. Nicht wahr? Na, ich würde ja davon ausgehen, dass das Ticket, was sie da damals gekriegt bekommen hat, abgelaufen ist, oder? Man kann doch nicht einfach ein Ticket, was überhaupt kein Datum hat. Also es ist ja auch schon eine Bordkarte. Das ist ja eigentlich, geht das ja nicht. So. Nötiges Zugticket vorzeigen, Olivia anrufen, Wagen verlassen, okay? Meine Waggonnummer. Dieses Ticket bringt mich zum internationalen Flughafen Wagen und von dort zurück nach New York. Ist das so? Das finde ich schon interessant. Dass man ein Ticket für die Bahn und den Zug. Bahn und das Flugzeug kaufen. Ich muss ein Telefon finden, um Olivia anzurufen, bevor ich die Bahn nehme. Bei dem Ärger, der mich in New York erwartet, brauche ich alle Hilfe, die ich kriegen kann. Da ist meine Bahn. Wenn ich am Flughafen bin, nutze ich das Ticket nach New York, das Olivia mir geschickt hat. Das wird das Ende meiner Reise.
Es ist der richtige Waggon, aber die Tür ist noch zu. Bitte zeigen Sie Ihre Fahrkarte vor. Ja, machen wir. Gleich nachdem wir telefoniert haben. Man sollte meinen, dass im Jahre 2005 das mit dem Telefonieren noch nicht so ein großes Problem sein kann. Man sollte meinen, es gibt schon sowas wie Mobiltelefone. Ein Ticketentwerter. Okay. Damit muss ich wohl den Tag einstellen. Hier sollte ich den Monat einstellen. Okay. Ist denn anzunehmen, dass man das zu einem anderen Tag oder Datum entwerten, Entschuldigung, falscher Knopf, entwerten will als dem heutigen? Das verstehe ich. Okay, also es ist der 30.11. Müssen wir wohl 30 und 11 einstellen. Bleibt mir nicht so richtig sinnvoll, aber machen wir jetzt. 30. Und 11. Das Ticket. Mit dem Stanzer stimmt etwas nicht. Vielleicht der Druck? Jetzt. Ich brauche Tinte, bevor ich es abstempeln kann. Ach du Gott. Das ist ja mal wirklich altmodisch. So. Jetzt ist mein Ticket entwertet. Ich muss nur noch an meinen Platz. Gut. Wir sind aber auch immer noch auf der Suche nach einem Telefon. Am Bahnhof. Im Zweiten Weltkrieg fuhren die Deportationszüge von dieser Haltestelle aus ab. Wie viele Leben haben diese barbarischen braunen Schatten vernichtet? Gibt es überhaupt Gerechtigkeit für die Ermordeten? Von Wagen Abschied zu nehmen ist schwerer als gedacht. Ich bin erst ein paar Tage hier und doch fühle ich mich diesem Ort verbunden, seit ich weiß, wie stark er mit meiner Geschichte zusammenhängt. Oh. Okay. Wir haben kein Mobiltelefon, das weiß ich wohl. Das sieht doch so aus, als könnte es eine Telefonzelle sein. Dann nehmen wir die doch mal. So.
Ich muss eine Münze einwerfen, um Olivia anzurufen. Auch das werden wir ja hinkriegen. Wir haben ja eine Brieftasche. Wenn wir jetzt einfach auch noch wählen müssen, da hätte ich mich aber aufgeregt. Hallo? Olivia, ich bin es. Was willst du? Haben wir letztes Mal nicht alles gesagt? Du hattest recht, Olivia. Seit Moms Tod laufe ich Hirngespinsten hinterher. Aber ich fand meine Großmutter. Deine Großmutter? Aber Kate, sie ist doch schon vor Jahren in New York gestorben. Nein, ich meine meine echte Großmutter. Egal, es ist eine lange Geschichte. Ich erkläre dir alles, wenn ich zurück bin. Oh, du meinst... Ja, ich fliege zurück nach New York. Das ist wunderbar, Kate. Ich benachrichtige besser Mr. Canton. Er folgt dir immer noch. Am Flughafen wird dich wahrscheinlich die Polizei erwarten, aber keine Sorge, Dan hat Beziehungen. Er kann dir sicher helfen. Vielleicht kann er Marson und Lormond überzeugen, die Anklage fallen zu lassen. Oh, danke. Das wäre eine Erleichterung. Ich muss los. Die Bahn zum Flughafen fährt gleich ab. Ja, beeil dich. Wir holen dich am JFK ab. Ich bin stolz auf dich, Kate. Das ist die richtige Entscheidung. Naja, Olivia. Das wollen wir mal noch dahingestellt. Ja? Hör zu. Es tut mir wirklich leid, was passiert ist, seit ich New York verlassen habe. Es ist nur... Ich musste einfach daraus. Ich musste mein Leben ändern. Frei sein. Es war wie eine Berufung. Und dieser Berufung bin ich in den letzten paar Jahren gefolgt. Mir ist klar, dass ich nicht mehr dieselbe bin, die ich damals in New York zu sein glaubte. Ich bin diese seltsame Person, die auf immer neue Züge aufspringt. Eine Reisende ohne Ziel. Wie die alte Schamanin mich einst nannte. Wovon redest du? Welche Schamanin? Das ist jetzt egal. Was wirklich zählt, ist wohl, dass ich es nicht bereue, die letzten Jahre endlich ich selbst gewesen zu sein. Wirklich nicht? Ich weiß, Olivia. Ich habe euch verletzt, während ich das alles durchmachte. Diese Reise. Meine Mom, Dan, ich. Das weiß ich. Und es tut mir so leid, Olivia, wie viel Kummer ich dir gemacht habe. Danke, Kate. Es tut wirklich gut, das zu hören. Und, naja, weißt du was? Diese neue Kate gefällt mir. Ich muss jetzt wirklich los, Olivia. Ich rufe dich vom Flughafen aus an, sobald ich einen Flug habe. Ja, ist okay. Beeil dich lieber. Pass auf dich auf, Kate. Okay, du auch. Mach's gut. Bis später. Naja, da haben wir uns doch ein bisschen versöhnt. Das ist ja auch nicht Olivia anrufen haben wir, ein gültiges Zugticket vorzeigen, werden wir wohl nur an diesem einen Automaten da machen können. Denn die anderen kann man hier nicht... So. Offenbar ist dieser Mechanismus direkt mit der Tür verbunden.
Ah, jetzt können wir also noch einen Moment warten. Könnten noch mal versuchen, ob wir hier runtergehen können. Das suggerierte uns ja diese Treppe. Aber ich meine Bahn zum Flughafen steht am Bahnsteig. Ich sollte nicht im Bahnhof herumwandern und mich verirren. Das heißt offensichtlich aber auch, sie wollten da keine Animationen und keine Hintergründe für diese Räume machen. Nun gut, es bringt ja nichts. Wir wollen wegfahren, wir sollen wegfahren. Es passiert hier offenbar nichts mehr. Dann gehen wir. Blick. Also, ist das nun wirklich das Ende der Reise? Ja, Oscar. Ich fürchte, so ist es. Olivia hat mir ein Flugticket nach New York geschickt. Was, wenn ich... Nein, keine Chance. Sie sprachen ständig davon, dass sie nach dem Krieg dort wohnen würden. Zusammen mit Ludwig und seinem Stamm. Stimmt, das haben sie gesagt. Verließ ich die USA, um mich an den einzigen Ort zu begeben, der mir etwas bedeutete. Leb wohl, meine liebe Leni. Den einzigen Ort, der mir etwas bedeutete. Kate Walker ist alles in... Ich weiß, wo sie ist. Also wo Dana hinging, nachdem sie die USA verließ. Die Flughafenbahn steht kurz vor der Abfahrt. Bitte nehmen Oscar, wir müssen los. Personen, die nicht zum Flughafen wollen, bitten wir, unverzüglich auszusteigen. Falscher Zug. Heimkehren. Was ist mit Demoiselle Leni? Leni ist weg. Starb im Schlaf. Zu viel Schuld. Zu viel Trauer. Oh. Ich brachte sie in die Berge zu Leon. Jetzt sind sie zusammen. Was ist mit ihnen?
Kate Walker. Auch ich bin dabei, heimzukehren. Gewissermaßen. Immer sehr kurze Züge bei den bisherigen Spielen zumindest. Ja, da haben wir also das Ende des Spiels erreicht, aber es ist ja ein bisschen angedeutet, dass hier noch was kommt. Was eigentlich schade ist, ich hätte es schon gut gefunden, wenn die sich am Ende noch treffen, wenn sie denn noch lebt, was natürlich relativ, also könnte sein, aber es ist auch nicht so wahrscheinlich. Aber es ist in der Tat ja schon eine wendungsreiche Geschichte. Wenn man vor allen Dingen jetzt noch die Geschichten davor, also die drei Spiele, die es davor ja schon gab, noch dazu nimmt, dann ist das schon ein ziemliches Opus, muss man sagen. Und die vorherigen Geschichten hatten eigentlich, also zumindest die ersten beiden, die ich ja durchgespielt habe, die hatten nicht so viel persönlich mit Kate Walker zu tun. Die ist halt da mehr so reingerutscht. Aber ich muss sagen, es gefällt mir. Ich finde, die Rätsel waren sehr schön stimmig mit dem restlichen Spielablauf. Sah auch sehr gut aus dieses Mal im Vergleich zu Serberia 3, wo ich ja noch dran bin, das mal zu spielen. Das sah nicht so gut aus in 3D. Die vorherigen Spiele waren alle eher so in 2D. Das sah immer schön aus und passte der Stil, finde ich, aus dem dritten nicht so richtig dazu. Die Sprachausgabe war auch sehr schön, muss ich sagen. Also das Grafische ist ja immer ein bisschen hinter der Realität zurück, aber wenn die Stimmen gut getroffen sind und das auch glaubwürdig irgendwie abgebildet ist, dann funktioniert das eigentlich auch sehr schön und das würde ich schon sagen, das hat es hier auch. Man sieht eigentlich auch daran, dass auch das moderne Adventure-Genre, das moderne Point-and-Click, noch gut funktionieren kann. Also es ist offensichtlich nicht so, dass man mit den neuen technischen Möglichkeiten nicht auch noch eine schöne Geschichte erzählen kann, wo das Gameplay eben nicht die Überhand hat. Das finde ich eigentlich hier auch ganz gut gelungen. Es ist halt diese Rätsel, sind wirklich Rätsel, sind Maschinenrätsel in dem Fall ja hier viel gewesen.
Das finde ich passt sehr gut in so ein Adventure, in so ein Point and Click. Und alle anderen Rätsel und die Dinge, die man so sammelt und ne, das klassische Inventory und alles, was man so aus Adventures kennt, ist halt auch, finde ich, so modernisiert, dass man da gut durchkommt. Also es gab eigentlich ja kaum Punkte, an denen wir jetzt länger gehangen haben. Höchstens mal, wenn diese Bonusaufgaben, diese Zweitziele, wenn wir die noch machen wollten, weil nicht offensichtlich ist, was man da machen soll. Es ist dann mehr immer so ein Suchen, dass man die Punkte findet, die man noch anklicken kann oder noch mal Gespräche führt. Aber auch da muss ich sagen, so insgesamt funktionierte das doch ganz gut. Jetzt zum Ende hin hat es doch wieder ein bisschen geruckelt, aber zum Glück noch nicht so wahnsinnig schlimm. Da kann man noch ganz gut mit leben, würde ich sagen. Ja, und wir hatten ja doch auch eine relativ große Spielwelt. Also es ist natürlich ein Adventure, ein klassisches Adventure, wo die Welt jetzt nicht open ist, wo man überall hingehen kann. Es war schon sehr geführt. Ich hätte es, glaube ich, auch nicht schlecht gefunden, wenn man an verschiedene Orte einfach nachträglich nochmal gehen hätte können. Das fand ich schon ein bisschen schade, dass das nicht so richtig ging. Aber die Orte sahen alle gut aus und man hatte irgendwie auch Freude, das neu zu entdecken. Und wir sind zwar an bestimmten Orten auch mehrfach gewesen, was ja bei so einem Adventure immer so ein Ding ist, dass man sparsam mit den neuen Assets umgehen muss, weil das natürlich immer traurig ist, wenn man sozusagen nur eine Szene irgendwo stattfinden lässt und dafür irgendwie einen kompletten 3D-Umgebung designen muss. Aber auch das hat ja hier gut funktioniert. Jetzt können wir noch mal gucken, wie lange wir gebraucht haben. Also wir haben das Spiel jetzt 17 Stunden. Und das finde ich eigentlich auch angemessen, muss ich sagen, für ein Adventure. Ich glaube, das hat jetzt hier auch nicht Vollpreis gekostet. Also nicht Vollpreis, ne? Was so heute die gängigen Preisumfänge sind. Ich glaube, es war neu 40 oder vielleicht sogar unter 40. Und ich habe es noch mal günstiger in einem Sale oder so bekommen. Und dann muss man sagen, sind 17, wenn wir jetzt ein bisschen konservativer noch gespielt hätten, vielleicht auch 20 Stunden drin. Das finde ich angemessen. Das kann man für ein Adventure schon machen. Genau. Dann haben wir jetzt tatsächlich ziemlich genau 45 Minuten mit ein bisschen Verschnitt. Haben wir also wirklich noch eine Folge hingekriegt. Ich hoffe, dass jetzt potenzielle Zuschauende dieser Aufzeichnung, ich weiß nicht, wie die vielte Folge das jetzt ist, aber es wird Ende der 10er, Anfang der 20er irgendwas sein, denke ich mal so über den Daumen. Und da ist es schon, hoffe ich, aufgefallen, dass das Spiel mir Spaß gemacht hat. Ich hoffe, das hat auch beim Zuschauen Spaß gemacht. Ich glaube, es ist ein Spiel, was tatsächlich zum Zugucken ganz gut ist, weil man gar nicht so viel Interaktion hat und es auch nicht so viel von Glück oder von Skill abhängt, dass man weiterkommt, sondern es ist ja wirklich Rätsel und Story. Und ja, ich hoffe, das kam auch rüber und hat entsprechend Freude gemacht. Beim Zuschauen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es auch eine sehr lohnenswerte Geschichte. Und wir werden mal sehen, was denn das nächste Spiel sein wird, was ich hier als ein Let's Play verarbeite. Schauen wir mal. Genau. Vielleicht machen wir auch Siberia nochmal weiter, indem wir eins der vorherigen Spiele spielen. Also Siberia 3 habe ich ja noch nicht durchgespielt, bin ich aber dabei. Könnte ich auch nochmal hier anfangen vielleicht. Oder eben Siberia 2 oder 1. Das habe ich schon mal durchgespielt. Ist aber lange her. Mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, dass
wir uns dann bei einem anderen Spiel nochmal wiedersehen. Bis denn dann. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann.